Ich sehe auch im Chat noch eine weitere Frage, und zwar an Julian. Wenn man ganz einfach, hat er so geschrieben, nur etwas Bitcoin und Ethereum kaufen will, wie gehe ich als Starter vor? Vielleicht so eine 4-Punkt-Checkliste, 5-Punkt-Checkliste, wo du sagst, wenn man jetzt wirklich auch weiß, warum man das macht, wofür das gedacht ist, wie geht man da vor? Okay, also du fängst mit einer Tauschbörse an. Zwei grundsätzliche Entscheidungen. Willst du eher in deinem Heimatland sein, also zum Beispiel Deutschland, dann, keine Ahnung, suchst du dir Bitcoin.de, Bison, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendjemanden sonst irgendwie vergessen habe, Österreich, Bitpanda. Also du suchst dir entweder eine heimatliche Börse mit Vor- und Nachteilen oder du suchst dir absichtlich eine Börse, also viele kommen zu uns nach Singapur, weil die halt sagen, ich will in der Schweiz Asiens sein. Ich gehe nach Amerika zu Coinbase oder Kraken, weil dann bin ich in den USA und die haben die strengste Regulierung. Also es ist so eine Grundsatzentscheidung. Die suchst du dir aus, musst du dich registrieren, musst du dich verifizieren und dann hast du entweder eine Banküberweisung oder bei Kreditkarte, dass du dann die Kryptowährungen deiner Wahl kaufen kannst. Ich freue mich natürlich, wenn du das bei uns auf der Plattform machst, aber ich verstehe, wenn du das lokal hier machst oder wenn du es in Amerika machst und so weiter. Und die Frage ist dann immer, machst du eine Einmalzahlung oder machst du das zum Beispiel bei Sparplan? Das haben wir ja davor schon auch schon öfter gehört. Gibt es kein richtig und kein falsch, hängt viel mit der Emotion ab. Wenn du das erste Mal machst bei Kryptowährungen, und ich glaube, das ist generell eine Empfehlung, würde ich mal mit kleineren Summen starten. Du kannst dich ja immer steigern. Und das macht es natürlich dann einfacher. Wenn du jetzt Bitcoin Ethereum machst, glaube ich, ist ein guter Ansatz. Keine Ahnung, mach 50-50 oder was du für dich irgendwie gut findest. Danach, am Ende ist sozusagen diese fundamentale Entscheidung, bleibst du mit diesen Coins auf der Plattform, dann vertraust du dieser Plattform oder ziehst du die ab und wir haben das gestern besprochen, du merkst dir die Koordinaten zu deinem Stern, wo du dann deine Coins hinlegst und du darfst halt diese Koordinaten, diesen Private Key nie verlieren. Du musst dir dann genau überlegen, wie vererbst du den, wo speicherst du das, wo sicherst du das. Und wahrscheinlich ist meine Empfehlung, und ist nicht wahrscheinlich, sondern meine Empfehlung ist, dass wenn du das probierst, dieses sogenannte Self-Custody, was eigentlich fantastisch ist, und das solltest du auch irgendwie dann schaffen, aber dass du wahrscheinlich diversifizierst. Also, dass du hergehst und sagst, ich lasse ein bisschen auf dieser Börse, ein bisschen was auf dieser Börse und ein bisschen was mache ich in Self-Custody. Und das wäre wahrscheinlich so das Ideale und das ist so ein bisschen der Ritt. Aber ich habe nur eine Frage. Warum gibt es in der heutigen Zeit nicht, also einen normalen zum Beispiel bei Banken oder jetzt bei der Kryptobörse, die Sie betreiben, warum gibt's da einen Telefonservice? Kann ich da anrufen? Gibt's sowas? Ja, also zum Beispiel bei uns ist WhatsApp. Also ich weiß nicht, wie das, ich muss ehrlich was sagen, ich bin schon so lange nicht mehr in Europa, dass mir das ein bisschen, also ich weiß es nicht, bei uns ist halt wirklich WhatsApp. Also Business WhatsApp und du hast da direkt Support. Also anrufen ist jetzt bei uns nicht, aber WhatsApp schreiben. Aber ich kenne jetzt niemanden, wo du jetzt wirklich anrufen kannst. Ich glaube, der Grund, warum das zum Beispiel, das Anrufen gerade bei Krypto, du bleibst halt in stundenlangen Erklärungen ein bisschen hängen, weil das natürlich ein sehr... Aber normalerweise wird man das ja als separat, so wie man US-Dollar kaufen kann bei der Bank oder auch ein anderes Konto haben kann, eigentlich, das würde ja Sinn machen, dass die Sparkasse sowas, zumindest für sowas auch anbietet, oder? Also... Ich glaube, in Deutschland gibt es eh Banken, die das auch anbieten. Okay. Ich glaube halt nur wiederum, dass da so ein Zwiespalt zwischen dem Klientel ist. Ich glaube, dass die halt genau wieder das Klientel haben, die halt dann sagen, zur Sparkasse, da gehe ich auf keinen Fall, weil ich gehe absichtlich zu Cake nach Singapur oder ich gehe absichtlich zu Coinbase, weil mit der Sparkasse mache ich sicher nicht. Und die Leute, die bei der Sparkasse sind, die haben vielleicht das Interesse nicht. Also ich glaube, das ist ein bisschen Klientel. Thema Fehler vermeiden ist nämlich auch eine Frage, die wir auch in der Community schon mal gestellt bekommen haben. Es gibt ja diese ganzen Online-Broker wie Trade Republic, Scalable Capital und auch dort kann man ja Kryptos kaufen, denken die meisten. Die Kryptowährungen, die du dort vermeintlich kaufen kannst, sind ja keine Kryptowährungen. Vielleicht erklärst du mal ganz kurz, wo der Unterschied ist, wenn man eben in diesen Börsen eine vermeintliche Kryptowährung kauft. Okay, es gibt so drei Arten von Krypto-ETFs, die mir bekannt sind. Das erste sind, also das ist eigentlich ähnlich wie ein ETF bei, wenn du Gold-ETF kaufst, dann sollte theoretisch die Kryptowährung dahinter hinterlegt sein. Du kaufst natürlich jetzt nicht die Kryptowährung direkt, sondern du kaufst halt den ETF und vertraust halt, dass das tatsächlich alles passt. Ob das richtig oder falsch ist, das ist genau die gleiche Frage, die immer gestellt wird, soll ich Gold als Unze kaufen und die daheim lagern, im Bankschließfach lagern oder soll ich den Gold-ETF GLD kaufen? Gibt es kein richtig und kein falsch, du musst es für dich selber entscheiden. Die zweite Möglichkeit, ich hatte gestern danach eine wirklich spannende Frage dazu, die möchte ich gerne hier nochmal reinbringen, sind diese sogenannten Blockchain-ETFs, wo ein ETF vermeintlich in die Blockchain direkt investiert.
Ich will nur betonen, das ist unmöglich, das gibt es nicht. Das ist genau gleich, wie es keinen ETF gibt, der in das Internet investiert. Du musst in Firmen investieren oder in Coins investieren, die mit der Blockchain zu tun haben. Bei diesen Blockchain-ETFs investierst du tatsächlich in Firmen, die mit der Blockchain zu tun haben. Und ob das jetzt ein besseres oder ein schlechteres Investment ist, als zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum, kann man wiederum ähnlich vergleichen wie, ist ein Goldinvestment besser oder Goldmineninvestment besser? Und das hängt wieder von ganz vielen Sachen ab. Das hängt natürlich vom Goldpreis ab, genauso vom Bitcoin-Preis und so weiter. Aber es hängt auch von lokalen Regulationen ab. Es hängt von Korruption ab. Es hängt von politischen Entscheidungen ab, was die Goldmine angeht, als wie der Goldpreis selbst. Also gibt es keine Richtung und Falsch, du musst es selber wissen. Und das Dritte ist, diese Krypto-Indizes, wenn man das sagen will. Ich sehe da zum Beispiel eine Frage, es gibt unterschiedliche Börsen, die sowas auflegen, wo du zum Beispiel sagst, der Krypto-Index investiert in die Top 20 oder Top 25. Und meine persönliche Meinung, und du kannst es sonst ja gerne auch ein bisschen anschauen, ist, dass in den meisten Fällen die eigentlich meistens underperformen oder zumindest nicht besser performen, als wie wenn du zum Beispiel einfach nur hergehst und sagst, ich kaufe Bitcoin und Ethereum. Ich kaufe nur die zwei. Und da hast du die Coins tatsächlich selber. Du hast keine Mittelpartei. Das heißt jetzt nicht, dass diese Indizes schlecht sind, aber ich zum Beispiel selbst habe sie nicht, weil ich mir einfach denke, okay, lieber habe ich Bitcoin und Ethereum, lieber kann ich das ein bisschen diversifizieren für mich, dass ich das Risiko diversifiziere, als wie, dass ich in diese Indizes oft ein bisschen investiere. Also ich hoffe, das klärt so das ein bisschen auf.